Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Videofolge von den Sachsengrillern. Heute haben wir was ganz anderes gemacht und zwar das Sachsengriller-Eier mit sich selbst gefüllt. Wie wir die machen, was wir dazu benötigt haben, welche Zeit wir brauchen, das zeigt euch heute mal der André. Genau, machen wir mal los. Wie immer haben wir Hunger. Wie immer. Ja, für unsere gefüllten Sachsengriller-Eier, da brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar haben wir hier mal 6 Eier. Dazu brauchen wir für jedes Ei ca. 2 Scheiben Bacon, dann klein gehackte Zwiebeln und ein bisschen Mayonnaise. Salz, Pfeffer und Gewürze lassen wir in dem Fall weg, weil der Bacon und die Zwiebeln bringen schon genug Würze mit rein. Und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit haben wir mal unsere Eier halbiert und uns 2 Scheiben Bacon hingelegt. Und jetzt befüllen wir die Eier einfach mal. Dazu haben wir uns die Zwiebeln schön angeschwitzt in der Pfanne, mit dem Eigelb und ein bisschen mit Mayonnaise abgeschmeckt. Einfach die Eierhälften füllen. Das zeige ich euch mal in einem Ei, weil wenn ich euch wieder die ganzen 6 Eier zeige, das wird euch zu langweilig. So. Dann schön zusammenpressen. Das Überschüssige tun wir schön weg. So sieht das perfekt aus. Und dann wickeln wir das einfach in unseren Bacon ein. Und zwar kreuzweise, einmal so, dann drehen wir das Ei und einmal so. Fertig ist das Ei und so kommt das jetzt auf den Grill. So, jetzt ist es endlich soweit. Wir legen unsere Sachsengriller-Eier auf den Weber Kugelgrill. Wir haben heute mal bloß ein Kohlekorb angemacht, das müsste lang für die Eier. Unsere Eier legen wir aber in den indirekten Bereich und wir richten uns nach dem Bräunungsgrad vom Bacon, wenn wir sie wieder runternehmen. Dazu holen wir euch natürlich dazu. Auf geht's! So, wir sind im Endstadion von unseren Sachsengriller-Eiern. Und wir haben uns überlegt, wir werden 3 davon mal glasieren mit einer einfachen Barbecue-Soße. Die fertige von Bullseye Original. Und da werden wir einfach mal was drauf streichen. Und dann lassen wir die nochmal schön 5 Minuten einziehen. Und dann geht's los mit den großen Verkosten. Habe schon ganz schön viel Hunger. Freue mich auch schon drauf, weil das irgendwie mal was Neues ist, was man eigentlich noch nie so oft gesehen hat. Ich mache die jetzt noch schnell fertig mit Glasieren und dann geht's los mit Kosten. So, André hat es endlich geschafft. Die Sachsengriller-Eier sind fertig. Wir sind mal am Grill vorbei geschlendert. Der Geruch hat mir schon verraten, dass es gut schmeckt und nun natürlich zum Besten bekosten. Ja, ich muss jetzt auch unbedingt mal kosten. Riechen tut es sehr gut. Könnt ihr mal kurz reinschauen hier. Sieht sehr gut aus. Willkommen. Ja, geh mal ran. Vielleicht sieht man die Zwiebel. Auf geht's. Ich sag mal so, das ist was komplett anderes. Das schmeckt wunderbar. Auch die Füllung mit der Mayonnaise und den Zwiebeln, das schmeckt man wunderbar heraus. Das ist, ich sag mal so, einfach genial. Ich muss gleich nochmal passen. Wie einfach man Leute glücklich machen kann, dieser Geschmack. Man kennt das ja, Zwiebel, Bacon und Ei. Eine bessere Kombination gibt es gar nicht. Und das alles in einem Verein. Also wirklich zum Nachmachen empfohlen. Ja, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Wir essen jetzt nur eins. Wir sagen da Tschüssi, bis demnächst, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, könnt ihr sogar ein Abo abschließen. Wir würden uns darüber freuen. Und bis demnächst. Ciao. Tschüssi.